Der 20-jährige Yifei stammt aus China und sucht seinen Vater. Seine Eltern trennen sich, als er 4 Jahre alt ist, und seine Mutter wandert mit ihrem neuen Partner und Yifei nach Deutschland aus. In der neuen Heimat wird Yifeis Verhältnis zu seiner Mutter und ihrem Mann jedoch dramatisch schlechter. Bis heute leidet er schmerzlich unter der Trennung von seinem Papa und vermisst ihn jeden Tag. Kam in der Oberpfalz, 60 Kilometer nordöstlich von Regensburg gelegen. Hier lebt Yifei, der vor 20 Jahren in China zur Welt kam. Der Chemiestudent wohnt im Haus seiner Stiefschwester Tamara. Auch zu seinen anderen beiden Stiefschwestern Heike und Simone hat er ein herzliches Verhältnis und sie kommen oft zu Besuch. Doch Yifeis Gedanken wandern immer wieder zurück in seine fernöstliche Heimat. Denn dort lebt sein Vater, den er seit 15 Jahren nicht gesehen hat. Die Sehnsucht nach ihm wird mit jedem Tag größer. Julia hat sich auf den Weg zu Yifei gemacht, um ihm bei der Suche nach seinem Vater zu helfen. Hallo Yifei, freue mich, dich kennenzulernen. Freut mich auch. Komm mit. Dankeschön. Yifei, wen suchst du? Ich suche meinen leiblichen Vater, der in China lebt. Und da meine Eltern sich früh getrennt haben, als ich noch klein war, bin ich ohne ihn aufgewachsen. Wie alt warst du da? Damals war ich 5 Jahre alt. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Welche Erinnerung hast du noch an deinen Vater? Also eigentlich habe ich keine Erinnerungen mehr an ihn, weil ich ja damals noch sehr klein war. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie er aussieht. Hat dir denn deine Mutter mal was über deinen Vater erzählt? Nein, sie hat mir nie etwas über ihn erzählt. Und leider habe ich auch nie was über ihn erfahren. Yifei kommt 1992 in der chinesischen Millionenmetropole Chang'an zur Welt. Als er 5 Jahre alt ist, verliebt sich seine Mutter Yu in einen deutschen Montagearbeiter, verlässt ihren Mann Yu und geht mit ihrem kleinen Sohn und ihrer neuen Liebe nach Deutschland. Fortan endet die glückliche Kindheit. Yifei fühlt sich nicht mehr geliebt. Immer wenn ich einen Fehler gemacht habe, wurde ich halt dafür bestraft. Kannst du mir eine Strafe beschreiben? Was ist eine typische Strafe gewesen? Wenn ich zu spät heimgekommen bin, musste ich mich in der Küche hinknien und musste zum Beispiel eine Stunde dort bleiben und über meinen Fehler nachdenken, obwohl ich ja nur zu spät heimgekommen bin. Das finde ich schon ziemlich hart und das sollte man nicht seinen Kindern antun. Und man hätte es allen auch sagen können. Das wäre eigentlich leichter gewesen. Yifei, warst du einsam in der Zeit? Also was meine Familie anbelangt schon, weil sich keiner wirklich um mich gekümmert hat. In solchen schweren Zeiten hast du da auch an deinen leiblichen Vater gedacht? Ja, schon. Auch als Teenager verbessert sich Yifeis Verhältnis zu seiner Mutter nicht. Er darf sich kaum noch mit Freunden treffen, soll stattdessen seine Zeit ausschließlich mit Lernen verbringen. Yifei fühlt sich einsam und allein. Als du 16 warst, kam es dann zum völligen Bruch mit deiner Mama und deinem Stiefvater. Was ist da passiert? Sie haben ein Restaurant in München eröffnet und sie wollten, dass ich mitkomme und ihnen dabei helfe. Aber ich wollte ja hier bleiben und die Schule fertig machen. Und sie haben dann daraufhin gesagt, dass wenn ich nicht mitkomme und ihnen helfe, dass sie mir dann keine Unterstützung mehr zusagen würden. Und somit war ich mit 16 ganz allein. Wo hast du gelebt? Ich habe im selben Haus gelebt, wo wir vorher zusammen gewohnt haben. Und ich durfte das Bad benutzen, oben, mein Zimmer und die Küche. Und alles andere wäre für mich verboten. Yifei ist noch minderjährig und nun auf sich allein gestellt. Es sind die 3 älteren Töchter seines Stiefvaters, die im selben Ort leben, die das Leid des Schülers entdecken und ihm zu Hilfe kommen. Yifei darf bei seiner älteren Stiefschwester Tamara und ihrer Familie einziehen, erfährt endlich Fürsorge und Geborgenheit. Und dennoch fehlt etwas in seinem Leben. Yifei, was wünschst du dir für die Zukunft? Also mein größter Wunsch zurzeit wäre, dass du meinen Vater findest und dass ich ihn wieder sehe und dass wir auch miteinander in Kontakt bleiben. Was wäre denn das Schönste, was dein Papa sagen könnte, wenn ihr euch seht? Das ist ich. Freut mich zu sehen. Und dass er öfters an mich gedacht hat, wie es mir gehen würde. Und ja, ihn einfach mal in die Arme zu nehmen.
Ifei, was glaubst du, würde das für dich bedeuten, für dein Seelenheil? Ja, dass ich einfach wieder jemanden hätte, der für mich da wäre, wenn etwas wäre. Dass ich nicht mehr auf mich allein gestellt wäre. Ifei, ich werde alles versuchen, um irgendwas über deinen Vater rauszukriegen. Danke. Noch in Deutschland startet Julia mit ihrer Recherche nach Ifeis Vater Juhu. Die Hinweise, die sie dafür hat, sind jedoch nicht gerade besonders vielversprechend. Also mehr als den Namen von Ifeis Vater Juhu habe ich leider nicht. Mich jetzt im bevölkerungsreichsten Land der Erde ohne konkrete Hinweise auf die Suche zu machen, erscheint mir wirklich ziemlich sinnlos. Deswegen werde ich zunächst versuchen, mehr rauszubekommen. Stundenlang versucht Julia herauszufinden, wie sie bei einer Recherche in einem Land wie China vorgehen soll. Schnell erfährt sie, dass aufgrund des politischen Systems vieles langwieriger und schwieriger ist als anderswo. Darum spricht sie mit verschiedenen Dolmetschern, die für sie schon jetzt erste Schritte in die Wege leiten. Wiederhören. Ja, das wird auf jeden Fall nicht einfach werden. Ich habe jetzt die wichtigsten Behörden und offiziellen Stellen abtelefoniert. Und jetzt heißt es erstmal abwarten. Einige Wochen später. Julia hat Ifei zu sich nach Köln eingeladen. Sie hat wichtige Nachrichten für den 20-jährigen Chemiestudenten. Ich freue mich so. Hallo. Hallo. Schön, dich wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch. Ja? Ja? Komm, gehen wir gleich rein. Ja, gehen wir rein. Ifei ist sehr aufgeregt, denn er weiß nicht, was ihn heute hier erwartet. Er hofft sehr, dass Julia mittlerweile irgendetwas über seinen seit Jahren vermissten Vater herausgefunden hat. Ifei, ich muss dir was Wichtiges sagen. Ich habe nach deinem Vater recherchiert. Und du kannst dir vorstellen, dass das in einem Land wie China sehr schwierig ist. Es ist ein sehr geschlossenes Land, wo man nur schwer Auskunft bekommt. Ich habe aber alle Quellen genutzt. Und das hat schließlich auch zum Erfolg geführt. Ich habe deinen Papa gefunden. Nein, nee. Und ich habe mich dann auf die Reise gemacht nach China, um mit deinem Vater zu sprechen. Okay. Geht's? Ja? Soll ich dir zeigen? Ja, bitte. Dann schau mal. Von Köln aus startet Julia ihre Reise zu Ifeis Vater, den sie nach langer und aufwendiger Recherche in China ausfindig machen konnte. Ich bin jetzt auf dem Weg nach China, genauer gesagt nach Shenzhen. Denn dort lebt Ifeis Vater. Shenzhen liegt in der Nähe von Hongkong. Das heißt für mich, dass eine lange Reise vor mir liegt. Julia macht sich auf die über 24 Stunden lange Reise nach China, dem bevölkerungsreichsten Land der Erde. Shenzhen liegt im Süden der Volksrepublik China, nur durch einen Fluss von Hongkong getrennt und ist eine der am schnellsten wachsenden Städte der Welt mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Tradition und Moderne treffen in der am Reißbrett entstandenen Stadt aufeinander. In Shenzhen lebt und arbeitet Ifeis Vater Juhu. Ich bin hier gestern Abend nach über 24 Stunden Reise endlich angekommen und treffe mich jetzt gleich erstmal mit meiner Dolmetscherin, denn ich glaube, sonst wäre ich komplett aufgeschmissen. Was ist los hier? Ich glaube, das ist sie. Mihao! Hatten wir telefoniert mit Julia. Hallo. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Ja. Sollen wir gleich losgehen? Ja, gerne. Okay, dann komm mit. Julias Dolmetscherin Charlotte hat bereits einen Bus organisiert, der die beiden in einen Randbezirk von Shenzhen bringen wird. Ein großer Bus, ganzer Bus für uns alleine. Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg zu Ifeis Vater Juhu, mit dem die Dolmetscherin bereits telefonisch ein Treffen vereinbart hat. Das Einzige, was er weiß, ist, dass Julia in einer familiären Angelegenheit mit ihm sprechen möchte. Du hast ja mit Ifeis Vater schon am Telefon gesprochen. Was macht er denn für einen Eindruck auf dich? Er war zwar ein bisschen aufgeregt, aber er ist ein sehr netter Mann. Ja? Ja. Gut, das hört sich doch gut an. Gut 10 Kilometer entfernt vom geschäftigen Zentrum der Stadt, in einer der typischen modernen Hochhaussiedlungen, lebt Ifeis Vater. Guck mal, Haus Nummer 7, ne? Ist da hinten irgendwo? Ja, ist da.
wo ist es jetzt? Wie können wir ihn hier finden? Block 7, es muss hier sein. Aber am besten rufen wir ihn an, damit er runterkommt. Okay, das ist gut. Hallo, Ma 先生吗? Kommt er runter? Ja, kommt er gleich. Gut. Irgendwo da oben wohnt er. Ja, genau. Wenn der ganz oben wohnt, kann es dauern. Ich glaube, das ist er. Nein. Ni hao. Ni hao. Juhu. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich freue mich auch sehr. Juhu, sind Sie aufgeregt? Ein bisschen? Ja, ein bisschen. Das verstehe ich gut. Sollen wir reingehen und reden? Okay. Thank you. Das ist nur so. Ja. Ja. Schönes Gefühl. Ich habe mich dann mit deinem Papa zusammengesetzt. Wir haben in Ruhe gesprochen. Schau mal. Juhu, ich bin hier, weil dein Sohn Ifei schon ganz lange nach dir sucht. Was denkst du darüber? Ich bedanke mich sehr, dass du mir diese schöne Botschaft überbringst. Hast du oft an deinen Sohn gedacht? Ja, das habe ich. Bist du froh, dass er dich gefunden hat? Vielen Dank euch. Darüber freue ich mich sehr. Juhu, kannst du mir dein jetziges Leben beschreiben? Ich lebe ein einfaches Leben. Ich arbeite als Ingenieur und lebe in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Nach der Arbeit gehe ich gerne auf den Markt und kaufe frische Lebensmittel, da ich gerne koche. Am Wochenende gehe ich gerne in die Bibliothek und lese. Dort kann ich mich entspannen. Zu meinen Eltern habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Im Winter kommen sie mich besuchen, da es hier wärmer ist als in ihrer Heimatstadt im Norden. Mir geht es ganz gut. Ich bin aber manchmal ein wenig einsam. Juhu, kannst du mir von früher erzählen, wie du Ifeis Mutter kennengelernt hast? Wir lernten uns auf einem Schultreffen kennen, verliebten uns ineinander und haben 2 Jahre später geheiratet. Wie war das, als dein Sohn geboren wurde? Ich habe mich unheimlich gefreut. Er war ein sehr liebes Kind, ein sehr lebhafter und aufgeweckter Junge. Wie kam es dann zur Trennung von Ifeis Mutter? Was ist damals passiert? Damals sind wir aus beruflichen Gründen nach Shenzhen gezogen. Ich habe zu der Zeit nicht gut verdient. Das Geld reichte kaum. Es war eine harte Zeit. Eines Tages kam meine Frau zu mir und sagte, dass sie einen anderen Mann kennengelernt hat. Sie sagte, sie wolle sich von mir trennen, um mit diesem Mann ein neues Leben anzufangen. Ich hatte ihr damals nicht viel zu bieten und schweren Herzens ließ ich sie gehen. Okay. Hat sie dir gesagt, dass sie nach Deutschland gehen wird und Ifei mitnehmen will? Sie sagte mir, dass er in Deutschland eine bessere Zukunft haben würde. Ich hielt es für das Beste für den Jungen, mit seiner Mutter zu gehen und stimmte zu. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich Ifei niemals wiedersehen würde. Juhu, warum hattest du dann keinen Kontakt mehr zu Ifei später? Warum war das nicht möglich? Sie hat mir weder eine Adresse noch eine Telefonnummer hinterlassen. Auch ihre Eltern hier in China haben mir nie gesagt, wo Ifei und seine Mutter in Deutschland leben. Ifei hat sich sehr alleine gefühlt.
und hatte immer sehr große Sehnsucht nach dir. Ich vermisse mein Kind auch sehr. In China sind die Kinder das Wichtigste im Leben und sollen so glücklich wie möglich aufwachsen. Aber Yifei hat das nicht von mir bekommen. Er hat nie erfahren, wie es ist, von seinen Eltern geliebt zu werden. Das tut mir unendlich leid. Du hast Yifei so lange nicht gesehen. Ich habe dir Fotos mitgebracht. Er ist groß geworden. Ich bin sehr stolz auf ihn. Wenn du möchtest, komm einfach zurück zu mir. Ich kaufe dir auch das Flugticket. Yifei, ich habe dich all die Jahre sehr vermisst. Als dein Vater habe ich die Verantwortung, die ich für dich trage, nicht erfüllt. Verzeih mir bitte. Ich gebe alles für dich und möchte dir ein guter Vater sein. Ich hoffe, dass ich dich so schnell wie möglich sehen kann. Ich könnte es ewig anschauen. Yifei, deinem Vater ist es sehr wichtig, dass du deine Heimat kennenlernst. Und es gibt eine Großmutter, Opa, alle, die dich kennenlernen wollen. Und deswegen habe ich hier ein Flugticket für dich. Nein. Du wirst nach China fliegen und du kannst so lange bleiben, wie du möchtest. Und du kannst mit deiner Familie zusammenwachsen. Das ist super. Ja. Danke. Mir war wichtig, dass du dahin fährst und im Schoß deiner Familie bist. Ja, danke. Das ist einfach unglaublich. Ich weiß nicht, wie ich mich bei dir dafür bedanken soll. Es ist schön, dass du dich freust. Das reicht mir schon. Yifei, ich wünsche dir eine ganz tolle Reise und eine richtig gute Zeit. Ja? Ja. Alles Mach's Gute. Ja. Schreib mir. Tschüss. Tschüss, Yifei. Ich freue mich so für Yifei. Trotz all der widrigen Umstände der letzten Jahre wird er jetzt endlich nach 15 Jahren seinen Vater und seine Familie wiedersehen. Am nächsten Tag startet Yifeis lange Reise um den halben Globus in seine Heimat. Von Deutschland aus liegt Shenzhen fast 10.000 Kilometer südöstlich in der Volksrepublik China. Am Flughafen wartet bereits ein Fahrer, den Julia für ihn bestellt hat. Schließlich soll nichts schiefgehen. Nach über 15 Jahren betritt Yifei zum ersten Mal wieder chinesischen Boden. Etwas über eine Stunde dauert die Fahrt vom Flughafen aus. Nun ist es nicht mehr weit, bis er seinen geliebten Vater endlich wieder in die Arme schließen kann. Ich bin super nervös und freue mich riesig, ihn jetzt zu treffen. Ich weiß, dass er irgendwo da vorne ist und ich habe mein Leben lang auf diesen Moment gewartet und kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Direkt vor seinem Haus wartet Yifeis Vater schon sehnsüchtig auf den geliebten Sohn. Und
Und dann hat Ifais Vater noch eine Überraschung für seinen Sohn. Ja. Seine Oma und sein Opa sind angereist, um den heimgekehrten Enkel nach über 15 Jahren wieder in die Arme zu schließen. Ifai, sein Vater Juhu und seine Großeltern. Das familiäre Schicksal hat sie lange voneinander getrennt. Doch jetzt sind sie nach Jahren der Sehnsucht endlich wieder liebevoll vereint. Und Ifai, der gerade sein Chemiestudium beendet, spielt mit dem Gedanken, für immer in seine Heimat zurückzukehren.